Der folgende Beitrag wird präsentiert von Kickboxen Landsberg und Ibrahim Personal Training. Am Ende waren die Zuschauer hochzufrieden. Gut 500 kamen ins Landsberger Sportzentrum zur vierten Fight Night. Kickboxen auf hoher Ebene, 11 Kämpfe in verschiedenen Gewichtsklassen. Auch Frauen waren wieder mit am Start. Anwesend übrigens auch Politprominenz. Landrat Thomas Eichinger nebst seiner Frau Franziska Rosin holte sich vielleicht Anregungen für den nächsten Wahlkampf. Kickboxen genießt in Landsberg mittlerweile hohes Ansehen. Vater des Erfolgs sozusagen ist Weltmeister Ibrahim Karakoc. Er wäre selber gern im Ring gestanden, coachte aber diesmal zwei Kämpfer aus seinem Stall. Oh ja, momentan habe ich viele Angebote zum Kämpfen. Oktober, November, also wenn der Fight Night nächste stattfindet, dann will ich auch wieder in den Ring. Und vor allem heute hat es mich richtig heiß gemacht. Schützling Nummer 1 von Karakoc ist Leon Gavanas. Der 19-Jährige kämpft in der Gewichtsklasse über 91 Kilo. Sein Gegner, der 32-Jährige Paul Zoller vom Kickboxstall Fight Time Darmstadt. Gavanas zeigte seinem Gegner von Anfang an, wer Herr im Haus ist. Der Landsberger Brackel ließ von der ersten Sekunde des Fights keinen Zweifel aufkommen, wer den Kampf gewinnen wird. Das tat teilweise schon beim Zuschauen weh. In der zweiten Runde aus und vorbei für den Darmstädter. Nach diesem Niederschlag ist Zoller am Boden. Der Ringrichter hat keine andere Wahl und bricht den Kampf frühzeitig ab. Schützling Nummer 2 ist Alexander Rigas, Alter 25 Jahre, Gewichtsklasse bis 81,4 Kilo. Er bestritt den Hauptkampf an diesem Abend und kämpfte gegen Luka Novak aus Ingolstadt. Kein frühzeitiges Ende in diesem Kampf. Beide Sportler eingestellt auf Angriff. Ein richtig gut vorgetragener Fight. Das Publikum rast. Die Kampfrichter entscheiden nach 5x2 Minuten. Sieger nach Punkten. Alexander Rigas. Der deutsche Meistertitel geht also nach Landsberg. Ich habe mit denen auch genauso gefiebert. War auch voll aufgeregt, aber das haben sie gut hinbekommen. Und ich bin einfach stolz auf die Jungs. Und die sind noch jung und die werden noch vieles wieder erreichen. Karakoc mit seinen Kämpfern also hochzufrieden. Die Fight Night geht übrigens bald in die nächste Runde. Die jungen Sportler sollen hier wieder die Chance bekommen, vor heimischem Publikum um Titel zu kämpfen. Karakoc hat also noch viel vor.